Leute, herzlich willkommen zu einer neuen, unglaublich tollen Call of Beauty Folge. Heute geht es um Glove. Ich war gemeinsam mit Glove auf Dubai. Erstmal vielen lieben Dank für die wundervolle Einladung. Was ich da genau erlebt habe und was da alles passiert ist, seht ihr gleich am Ende. Aber erstmal gehen wir auf dieses wundervolle Produkt ein. Ich muss sagen, ich war kein Fan von Reinigungstüchern. Sogar Abschminktücher waren bei mir so. Das war mal so, kennt ihr das, zu müde, kein Bock abzuschminken? Okay, Reinigungstuch. Aber sonst bin ich kein Fan davon gewesen. Und ich muss sagen, diese Tücher hier gibt es bei DM und die haben mich überzeugt, dass man den Tüchern doch eine Chance geben sollte. Die sind ohne Chemie, das heißt, ihr müsst euch nicht zu viele Gedanken machen, dass eure Haut irgendwie darauf komisch reagieren könnte. Vor allen Dingen ist das Tolle dran, dass es für jeden Hauttypen ist. Also braucht man sich auch gar keine Gedanken zu machen. Wie man das genau verwendet, zeige ich euch jetzt. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß in Dubai mit mir. Bis gleich. So, ich musste kurz meinen Ring abnehmen. Dann nehme ich, guck mal, das ist blau, das ist so hübsch. Also ihr feuchtet erstmal das Tüchlein an. Hinten auf der Verpackung steht nochmal drauf, wie es genau funktioniert. Ich werde erstmal die eine Hälfte meines Gesichtes abschminken, damit ihr wirklich den Unterschied sehen könnt. Ich musste gerade nachdenken, wie das Wort heißt. Kennt ihr diese Aussetzer? Auf jeden Fall. Jedenfalls muss ich bei meinen Lashes aufpassen, weil ich habe eine Wimpernverlängerung drauf. Und die bleiben gerne mal in solchen an Handtüchern und alles andere gerne kleben. Deswegen gehe ich um meine Augen ein bisschen herum. Okay, seid ihr bereit? Oh mein Gott, das macht echt noch mehr weg. Weil ich habe es immer nur mit BB-Creams ausprobiert und heute habe ich... Oh mein Gott, sieht das rot aus. Also ich hatte vorher immer nur BB-Creams drauf, als ich das ausprobiert habe und fand das da schon ziemlich gut. Und ich war so gespannt, wie das mit Make-up funktioniert und die traurige Wahrheit ist, es geht alles runter. Boah, bist du gemein, Tuch. Boah, bist du gemein. Guck mal, wie rot das jetzt aussieht. Siehst du das? Wenn ihr Make-up habt und dann so seht, wie das alles ohne aussieht, ist es traurig. Weil ich sehe jetzt genau den Vergleich hier. Okay, seht ihr meine Augenbrauen noch? Tschüss, Augenbrauen. Was schön, dich kennengelernt. Oh mein Gott! Du nimmst du ja alles weg, Tuch. Ey, nein, Leute, das ist echt geil. Und das war mal eine volle Augenbraue. Boah, krass. Oh mein Gott. Das geht alles so gut weg. Das ist ein Tuch. Nee, bei der BB-Cream dachte ich mir so krass, dass das alles so leicht weggeht. Aber ich dachte, Make-up wird da ein bisschen schwieriger, aber irgendwie gar nicht. Das ist ja das Krasse. Also, Leute, ich bin echt, muss ich sagen, nochmal überrascht. Weil die letzten Male, als ich das immer ausprobiert hatte, hatte ich eine leichte BB-Cream drauf. Und das war's. Und das ging halt super schnell weg. Und ich dachte, okay, ist eine BB-Cream. Aber heute habe ich wirklich Make-up drauf gehabt. Ich hatte mein Augenbrauengel drauf. Ich hatte alles drauf. Und das geht einfach super leicht weg. Bei den Lidschatten, das ging auch super weg. Aber ich kann leider nicht noch weiter dran, wegen dem Tuch. Aber ich muss sagen, von 10 Sternen, das ist von mir auf jeden Fall 10. Das ist das erste Reinigungstuch, wo ich wirklich sage, es hält auf jeden Fall das, was es verspricht. Und es fühlt sich so geil an. Ich kann ja nicht mehr aufhören, so zu machen. In your heart I'm left behind, like a shadow in the dark. So deckt man Pickel heutzutage ab. Someone please help me now to ease all the pain, pain inside. Cause I'm going along where the love is gone, to a place I belong, where it feels like home. And when the feeling's lost and the roads are crossed, I could only be here where it feels like home. We'll be right back.
war's auch mit dieser wundervollen Call of Duty Folge. Aber Leute, wir sind noch nicht am Ende angekommen. Denn ihr könnt nämlich ein paar wundervolle Glove-Pakete gewinnen. Also hinterlasst mir einen wundervollen Kommentar und dann könnt ihr dieses tolle Paket nach Hause bekommen. Ich drücke euch allen die Daumen und wir sehen uns bald wieder. Falls ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr es gerne noch tun, denn das ist leider Voraussetzung, um an die Verlosung teilzunehmen. Denn das ist alles für meine Abonnenten. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Fühlt euch zerdrückt und zerquetscht. Bis bald. Muah.